Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. Das ist Privatwehr. Kriminalpolizei. Ich hatte keine Ahnung, Frau Schütz. Das ist natürlich was anderes, entschuldigen Sie. Was kann ich für Sie tun? Kann ich gehen? Nein, bitte bleiben Sie doch. Das heißt, wenn Sie erlauben, Sie sind ja der Hausherr. Ja, ich bin der Herr. Der Pächter, um es genau zu sagen, Kommissar. Bitte, Herr Kommissar, nehmen Sie doch Platz. Danke. Wir untersuchen den Fall Gerda Stein, ein junges Mädchen, das ermordet aufgefunden wurde heute Morgen. Sie haben davon gehört? Ja, es ist wie ein Lauffeuer umgegangen, verkehren lauter Studenten hier. Sie kennen Gerda Stein, war sie oft hier? Ja. Ich habe nicht darüber gesprochen, Frau Schütz. Habe ich dich aufgefordert, irgendetwas zu sagen? Der Herr Kommissar stellt Fragen und ich antworte. Gerda Stein war fast jeden Abend hier. Ach, wie schön, dass Sie sich erinnern. Warum soll ich nicht? Ein Mädchen wie Sie fiel auf. Die langbeinige Art, die Spaß macht. Sie war einfach nicht zu übersehen. Und wenn sie hier war, war sie in Gesellschaft? Sie kam selten allein. Ist denn der Sache schon vernommen worden? Ja, ja, ja. Dann müssen Sie doch wissen, mit wem sie meistens zusammen war. Mit ihm. Broschitz. Was? Was? Das kannst du doch nicht sagen. Nicht so unbedingt. Ich war mal mit ihr zusammen, aber in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. So? Man kann doch sagen, mit wem sie zusammen war. Hm? Ich wüsste nicht. Nein? Nein. Noch mit Tanja war sie zusammen. Tanja? Ja. Ich hab gesagt, keine Ahnung, wer Tanja ist. Auch da mache ich mal keine Sorgen, das weiß ich ja noch inzwischen. Ich habe ihn nämlich gesehen. Gesehen? Tanja? Ja, es war ein merkwürdiges Zusammentreffen in der Wohnung von Gerda Stein. Wo? Ungefähr eine Stunde war es her, ich durchsuche gerade die Wohnung und plötzlich höre ich, wie jemand die Tür aufzuschließen versucht. Tanjew. Ach, was wollte denn dort? Ich denke, Sie kennen Tanjew nicht. Nein, nein, eben nur ganz oberflächlich. Aber er kam herein, sagen Sie, in die Wohnung. Was wollte denn da? Wissen Sie das nicht? Nein, überhaupt nicht. Der arme Kerl ist rauschgiftsüchtig. Er suchte nach Marihuana. Sie haben ihn verhaftet? Nein, ich gebe zu, ich hätte es gern getan, aber er lief mir davon. Na, nicht so wichtig. Wichtig ist etwas ganz anderes. Er war nämlich völlig sicher, dass er es bei ihr finden würde, Marihuana. Marihuana? So sah sie nicht aus. Sie haben also gar keine Erklärung dafür. Wie sollte ich? Du, Kumpel. Was ist? Hast du einen Refer? Ich brauche einen Refer. Wie kommst du denn darauf, dass ich sowas habe? Ja, hast du doch, oder? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Refer. Was ist denn das? Ich will eine haben. Ich muss eine haben. Oh, ab. Für 10. 10? 10? Was meinst du mit 10? Macht, meine ich. Wer bist du denn überhaupt? Ich kenne dich ja gar nicht. Was? Nee. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ja, dann eben nicht. Moment mal. 10? Ich konnte mir denken, dass Gerda Stein tatsächlich mit Rauschgift gehandelt hat. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ja, und wenn sie fast jeden Abend hier war in ihrem Lokal, so sagten sie doch. Dann doch sicher nicht ohne Grund. Also entweder hat sie es hier bekommen oder sie hat es hier abgesetzt. Also wie gesagt, Herr Kommissar, ich habe keine Ahnung. Sie meinen, in ihrem Lokal wird nicht mit Rauschgift gehandelt? Na, Harry? Woher?
Vom Toilettenmann. Eine Menge Angestellte, Herr Kommissar. Was die treiben, tun, machen, ich weiß es nicht. Kann es nicht wissen. Wenn das stimmt, fliegt der Mann. Darf man ihn holen? Natürlich. Darf ich mal sehen? Das ist also Marihuana. Ich kenne sowas überhaupt nicht. So sieht das also aus. Tja, so sieht's aus. Na, Harry, war wohl nicht mehr da, was? Nein, Chef. Wie vom Erdboden verschwunden. Na ja, danke. Dann geh an die Bar und trink ein Bier. Da glaubt man nun, man hat sein Lokal fest in der Hand. Sowas kann überhaupt nicht passieren und man weiß nichts. Jetzt muss ich wohl doch annehmen, dass Gerda Stein was mit Rauschgift zu tun hatte. Sag ich ja, Proschitz, sag ich ja. Na ja, du hast es gleich gesagt. Man muss den Mörder im Kreis... Ich verstehe ja schon. Deswegen sag ich ja, Tanjew. Ja. Tanjew kann es gewesen sein. Ach, meinen Sie? Ja. Auf einmal. Was heißt auf einmal? Ich weiß anscheinend wirklich nicht, was hier eigentlich los ist. Tja, dann müsste man also Tanjew haben. Aber wo ist er? Ich weiß, wo er wohnt. Ach, ich dachte... Das heißt, ich glaube, ich weiß es. Und würden Sie mich dahin führen? Ja, was siehst du mich an? Tust du es oder nicht? Ja. Ja, natürlich. Besten Dank. Ach, gehen Sie doch erstmal zurück zum Tisch. Ich komme gleich nach. Ja. Sagen Sie, kennen Sie diesen jungen Mann schon länger? Auch seit ungefähr 2 Jahren. Und was halten Sie von ihm? Was sind diese jungen Leute, holen Sie der Teufel? Sie studieren oder was Sie dafür halten. Jedenfalls ist es nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist irgendein Leben, das Sie suchen oder sich zurechtlegen. Sich mit ihnen einzulassen, ist das Schlimmste, was es gibt, weil man einfach nicht weiß, woran man mit ihnen ist. So wissen Sie das nicht. Nein. Noch was? Nein. Ah, hätte ich beinahe vergessen.